Und wir können nun auch weitermachen. Gott. Ist ja noch voller geworden. Ne. Da. Okay, also mit F12 mache ich nichts außer... Dingens. Danke. Jetzt Erfahrungspunkte. Einmal. Ja. Nee, weil vorhin wurde gemeint, mit 12 könnte ich durchschalten, aber erstmal habe ich 12 hier unten. Also F12. Und mit Z schalte ich halt die Spielernamen hier aus. Aber wie gesagt, mich stört es halt nicht, wenn ich mit Z suche. So. Funktioniert ja. Aber das Charakter durchschalten weiß ich ja nicht, wo das ist. Kann nur sein, dass ich die Belegung aus Versehen weggemacht habe. Als ich mit dem ganzen Quatsch angefangen habe. Oder? Ja, was? Das sieht geil aus. Warte mal, kann ich einmal kurz? Was ist denn da? Und oh, der ist schön. Der sieht schön aus. Der Bogen da unten ist ein bisschen seltsam. Der war anscheinend Storypatch nicht mitbekommen, habe gerade den Shadowbringers Abspann. Nein! Naja, hast du den Wins auch ein bisschen aufgefuscht, ne? Warum nicht? Irgendwo hier. Achso, ich sollte für den mal aus dem Discord rausgehen, ne? Einmal. Das stört mich wieder die ganze Zeit schon. Offen gestanden habe ich überlegt, euch direkt zu erklären, was ich alles und, ne? Jetzt muss ich, warte. Oh! Nein! Oh, Gott sei Dank, jetzt ist es wieder normal. Oh. Panisch. Ich hasse es. Ich muss das unbedingt jetzt durchklicken. Ich habe es noch nicht umgestellt bekommen. Das war die entspannteste Fahrstuhlmusik. Ja, Fahrstuhlmusik soll auch schön sein, ne? Das ist schon wieder hinten, ich dann zurück. Wahrscheinlich hätte ich erst meinen Herzinfarkt gekriegt. Sicherlich möchtet ihr eure Freunde und Familie treffen und ein wenig die heimische Luft genießen. Nö. Vor allem nach eurer langen Schiffsreise. Daher schlage ich vor, wir verschieben unsere Besprechung auf später. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht, dass ich die Gespräche langsamer mache. Weil drei Tasten Belegung auf einer sind scheinbar. Ich komme dann halt in dieses Steam-Fenster. Dann gleichzeitig in das Pausefenster und dann muss man ja eigentlich umschalten können. Die Geschwindigkeit des Textes, das funktioniert bei mir nicht. Wir haben das jetzt schon so oft ausprobiert und ich habe jetzt keinen Bock mehr, deswegen klicke ich das jetzt nur noch durch. Also, ne, mit per Maustaste, weil ich möchte ja lesen und, ne. Ich habe halt irgendwann mal vor unendlichen Zeiten schon mal irgendwas umgestellt. Aus Versehen. Und seitdem kriege ich es nicht zurückgestellt. Deswegen lassen wir das jetzt so, wie es ist.
Und genau das funktioniert nicht. Genau das funktioniert nicht. Ich habe es so oft ausprobiert. Wir haben, glaube ich, mal fast einen ganzen Stream dran gesessen. Da waren wir noch bei Shadowbringers und seitdem, ich habe es aufgegeben. Ich habe auch keinen Bock mehr nachzugucken. Wir haben da echt alles versucht. Deswegen, ich mache das jetzt noch. Ich klicke das jetzt durch in Endwalker. Dawn of Pastos. Die Möglichkeit gibt es jetzt zum Glück. Dann bleibt die alle so, wie es ist. Und da wird sich nichts dran. Und dann ja, so ähnlich. So ähnlich. Ich hätte es gerne automatisch, aber es passt so. Es passt so. Ich bin zufrieden damit. Hauptsache, ich kann lesen. Wenn ihr euch die Beine vertreten habt und ordentlich angekommen seid, treffen wir uns in Berdesions Anex wieder. Was meint ihr? Mhm. Okay. Sehr richtig, Svolkrine. Danke, Alizée. Und ich danke, Alizée und ich mögen zwar im Moment im Hause Livigneux nicht besonders willkommen sein, wir würden uns trotzdem gerne ein wenig in der Nachbarschaft umsehen. Hm, die freundlichen Nachbarn von nebenan, ne? Ich für meinen Teil habe keine Familie hier und auch keine Zuhause, in das ich zurückkehren könnte. Nichtsdestotrotz hätte ich nichts dagegen einzuwenden, ein wenig durch die Straßen Alt-Schalayan zu flanieren. Keine schlechte Idee. Und eine gute Gelegenheit, das eine oder andere Gerücht aufzuschnappen. Der Anex liegt westlich vom Eteritenplatz, richtig? Wir sehen uns später dort. Ja genau, bis später, Freunde. Es gibt da einen Ort, den ich besuchen sollte, solange sich die Gelegenheit bietet. Wir sehen uns später wieder, werte Kriele. Bye bye. Arrivederci. Was ist mit dir, Estinien? Wenn du magst, biete ich dir meine Dienste als Stadtführerin an. Der will nicht. Danke, aber nein, danke. Ich bin eher jemand, der neue Orte auf eigene Faust erkundet. Ich weiß ja, wo wir uns später treffen. Mhm. Aber ich kann dir versichern, ich bin eine hervorragende... Denn nicht. Und weg ist er. Wie sieht das mit dir aus, Raha? Für dich muss es auch schon lange her sein. Das wäre so eine gute Gelegenheit, all die Erinnerungen an deine Zeit hier wach zu kitzeln, oder nicht? Hm, aber ja, natürlich. Es wäre mir eine Freude. Hervorragend. Nun denn, beginnen wir unseren Rundgang durch Alt-Schalayan. Und muss ich mit? Kann ich nicht alleine erkunden? Ich bin nicht so der... die Person, die gerne Stadtführungen mitmacht. Oh, okay, gut. Oh, bevor Graben wieder weg ist unter den ganzen Menschen. Dann wollen wir unseren Rundgang mal beginnen. Mit dieser Begleitung, in Begleitung von Graha. Den Auftrag durchzuführen, musst du die Aufgaben zu erfüllen. Ja, bla 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 bla. Unter den vier Menschen. Ah, ihr beiden seid also soweit? Sehr gut, gehen wir los. Auf der Westseite des Hafens liegt unsere erste Station, das Café Letzte Bastion. Bill folgt dir nun ebenfalls, führt deine Begleiter zum Café Letzte Bastion und spricht Kiele erneut am Zielpunkt an. Während du mit deinen Begleitern zum Zielpunkt läufst, tauchen unterwegs manchmal sogar sogenannte Dialogpunkte auf. An diesen Stellen kannst du besondere Dialoge auslösen, die dir zusätzliche Informationen bieten. Um diese Bonusdialoge auszulösen, musst du nur gemeinsam mit deinen Begleitpersonen die leuchtende Markierung betreten. Viel Spaß beim gemeinsamen Erkunden. Oh. Lol, die laufen mir tatsächlich hinterher. Ist das süß. Hui. Ja, gut, dann stellen wir uns mal hier rein. Die imposante Statue, meine Freundin, stellt... Taliak, den Gott der Weisheit, da. Wer sie einmal erblickt, wird sie nie wieder vergessen. Immer wenn ich von Hauptquartier der Gelehrten auf der Insel Val nach Al-Shayaland zurückkehrte, war die Statue das erste, was sie am Horizont erblickte. Mit meinem Lurk, mach das! Und viel Spaß beim Spielen. Diese Fahrt, der Richtung Meer führt, wird Taliaks Säulengang genannt. Und endet direkt am Fuße der Statue, dem Ebenbild des Schutzgottes Schalayan.
Die Schalayana verehren ihn weniger als Gottheit, sondern sehen ihn in ihm eher ein leuchtendes Vorbild, ein Sammler von Wissen und somit eine logische Wahl als Schutzgott. Wir haben ihm diese prächtige Statue gewidmet, sicher, aber unsere Frömmigkeit ist nichts im Vergleich zu der Hingabe der Ishgarda für Halon, um ein Beispiel zu nennen. Tatsächlich gibt es viele Schalayana, die auch andere Götter verehren. Das Gute dabei ist, man kann sich jetzt wesentlich nicht mehr verlaufen. Hi. Wir sind da. Das ist die letzte Bastion. Das wohl bekannteste Café in Al-Shalayan. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen. Die meisten Shalayaner sind nicht gerade bekannt für ihre herausragenden Kochkünste. Sie sehen Essen eher als Energiequelle. Rezepte sind meist auf ernährungswissenschaftlicher Basis erstellt. Guter Geschmack hat da nicht gerade einen hohen Stellenwert. Wenn du verstehst, was ich meine. Kann einem Essen egal sein. Offen gesagt schmeckt original schalayanische Küche oft einfach unglaublich fad. Exegetenbrot ist das beste Beispiel für diese Philosophie. Bei einigen Studenten der Magieakademie konnten diese geschmackliche Tristesse nicht länger ertragen. Sie brachten ihre Studien ab und entschlossen sich in Alt-Schalayan ein Bollwerk des guten Geschmacks zu errichten. Und das ist die letzte Passion hier. Vor allem die Bürger sollen besonders empfehlenswert sein. Ich habe sie nie selbst probiert, aber ich erinnere mich davon gehört zu haben. Ha! Unser Raha gehört wohl zu der Fraktion für das Essen, vor allem günstig und schnell sein sollte. Jetzt, da wir nicht mehr in den Genuss von Tataros Kochkünste kommen, sollten wir bald die Gelegenheit nutzen und gemeinsam ein reiches Mahl genießen. Meint ihr nicht auch? Gut, wollen wir dann zur nächsten Station aufbrechen? Den Etheritenplatz erreicht man über die große Treppe, die neben der letzten Bastion nach oben führt. Stadtrundfahrt, ne. Ja, wir sind richtig. Das ist hier. Ja, groß würde ich sie jetzt nicht bezeichnen, aber lang. Sächen. Da wären wir, der Ätheritenplatz. Er sieht vielleicht etwas ungewöhnlich aus, aber das ist der Ätherit von Al-Shalayan. Vergiss nicht, dich mit ihm zu harmonisieren. Shalayan ist führend in der Erforschung und Weiterentwicklung der Teleportationsmagie. Das hat entsprechende Kompetenzen bei der Erschaffung von Ätheriten. Tatsächlich befindet sich hier am Platz auf die Confluence, eine Forschungseinrichtung für Teleportationsmagie, die berühmt dafür ist, dass sie die Technologie hinter der allergischen Ätheriten erst entschlüsselt und wieder zum Leben erweckt hat. Lenken wir unser Augenmerk Richtung Nordosten. Dort befindet sich der größte Markt der Stadt, die Agora. Huhu! Harmonisieren! Oh, was dagegen, wenn wir kurz einen Blick auf die Bücher werfen, die dort an dem Stand feilgeboten werden? Vielleicht entdecken wir ein seltenes Werk. Raha, Bücher und kurz in einem Satz, wer es glaubt. Nein, du hast recht, das wäre jetzt etwas zu... ich schnuppe ein andermal rein. Diese Buchläden gehören zum Stadtbild Al-Shalayans. Einfach dazu. Das ist mir nie so richtig klar geworden, bis ich mal ins Ausland gereist bin. Da muss ich hin. Also, sie ist auch dran. Das hier ist die Agora. Hier bekommst du alles, was das Herz begehrt. Nicht nur schalayanische Waren, sondern auch Güter aus aller Welt. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. So. Früher haben die verschiedenen
Institutionen der Magieakademie hier auch allerlei dubiose Experimentalwaren verkauft. Die haben gerne beim Auspacken um die Ohren geflogen und noch am gleichen Abend klammheimlich davongelaufen sind. Aber heute muss man so etwas nicht mehr befürchten. Wie dem auch sei, ich bin sicher, dass du hier noch öfter vorbeischauen wirst, um dich für dein Abenteuer auszustatten. Bevor wir uns unsere nächste Station ins Auge fassen, würde ich vorschlagen, dass wir erst einmal Richtung Eteritenplatz zurückkehren. Von dort aus sieht man einen schönen Brunnen, hinter dem sich eine weitere Treppe befindet. Wenn man diese Stufen bis ganz nach oben erklimmt, erreicht man das Herz der Stadt, das Forum. Okay. Oh, tatsächlich erstmal eine Karte. Die dekorativen Elemente sind typisch für Aishalayan. Wenn ich hingegen an das Hauptquartier von Badesions Gelehrten auf der Insel Val denke, war da nicht viel außer der Natur. Das Nymphäum hier ist ein besonders spannendes Stück schalayanischer Architektur. Es wurde den Wasserfeen zu Ehren errichtet. Für Schalayaner ist Wasser ein besonderes Element. Unser Staat wurde im Zuge der Fluten der sechsten Katastrophe gegründet und unser Patron Taliak trägt einen Krug an seinen Schultern, aus dem sich die Wasser der Weisheit in die Welt ergießen. Daher finden sich hier in der Stadt viele kleine und große Springbrunnen und Wassermotive sind ein fester dekorativer Bestandteil der Architektur der Stadt. Okay. Ah, da ist sie. Dieses prächtige Bauwerk vor uns ist das Forum. Ich weiß, du hattest jetzt vielleicht einen weiten offenen Platz erwartet und nicht ein solches kolossales Gebäude. Tatsächlich war dies auch mal ein großer Platz, an dem sich die von den Bürgern Schalians erwähnten Vertreter versammelten, um zu debattieren und wichtige politische Entscheidungen zu treffen. Aus dieser Form der Volksvertretung entwickelte sich schließlich der Rat der Philosophen. Aus dem einst offenen Forum ist heute zwar ein imposantes Regierungsgebäude mit einer gewaltigen Ratskammer geworden, aber das Prinzip ist das gleiche. Es ist ein Ort, in dem sich Leute versammeln, um miteinander zu reden. Hurra, hörst du überhaupt noch zu? Du starrst so in die Ferne. Ach, es ist nichts. Ich habe mich nur gefragt, ob man wohl von hier aus die ganze Stadt sehen kann. Als ich gerade im ersten Splitter eingetroffen war, führte ich mit vielen, die sich am Fuße des Turms versammelt hatten, Gespräche über die Errichtung einer Stadt. Und die prächtige Stadt, die ich eben kenne, ist Aishalayan. Das alles hier hatte ich immer im Hinterkopf, als wir mit der Errichtung von Crystallium begannen. Das weckt Erinnerung. Eine ganz besondere Erfahrung, die du da gemacht hast, Ra. Ich hoffe, du wirst deine Stadt irgendwann wiedersehen können. Und ich glaube, selbst die Ratsmitglieder würden es dir nachsehen, dass du dich von ihrer Stadt hast inspirieren lassen. Das war spannender als gedacht. Wollen wir uns dem nächsten Ort zuwenden? Als letztes würde ich euch gerne noch zum Hügel der Gestrandeten führen. Dazu müssen wir die Treppe hinabsteigen in Richtung Osten. Und alle dem Pulk hinterher. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Nein. Und da wären wir. Der Hügel der Gestrandeten. Der Bezirk erhielt diesen Namen, weil es der Ort war, an dem sich die ersten Siedler niederließen, die Junkres rettende Arche verlassen hatten. Nun finden sich in diesem Wohnbezirk vor allem Familien, deren Namen man bis zur Stadtgründung zurückverfolgen kann, sowie besonders angesehene Bürger. Die Familie der Zwillinge gehört zu den vielleicht wohlhabendsten und angesehensten der Stadt.
Einer der prächtigsten Residenzen ist übrigens dieser Levieux. Aber die schauen wir uns später besser ein andermal an. Und damit wäre unser kleiner Rundgang beendet. Ich hoffe, er war aufschlussreich und hat euch gefallen. Gott sei Dank. Ich schlage vor, wir begeben uns gemeinsam zum Annex, wo wir uns wieder versammeln wollen. Rahe, erinnerst du dich noch an den Weg? Ich glaube, wir müssen nur dem kleinen Pfad hier hinunter Richtung Hafen folgen. Auf der rechten Seite sollte dann eine kleine Brücke sein, die wir überqueren müssen. Dann folgen wir einfach dem Pfad mit den Treppen am Eteritenplatz vorbei, immer geradeaus. Liege ich da richtig? Ganz genau so ist es. Sehr gut, gehen wir los. Echt? Ah, na gut, ich harmonisiere mich da auch einmal. Ganz schön freundlich, die Leute da, ja. Die Frage ist, wie lange das noch so bleibt. Wie ich unsere Gruppe kenne, wird das nicht lange so anhalten. Aber schön hier. Ich finde die Stadt echt schön. Gras schwebt einfach mal. So, das heißt jetzt einfach geradeaus rüber, oder wie? Okay. Hier kann man sich, glaube ich, direkt wieder harmonisieren. Ja. Mach ich als erstes mal. Alter, ist hier was los? Da. Man kann es als Wimmelbild sehen, ne? Geschafft. Willkommen bei Desions Annex. Wenn man diesen Hügel hier erklimmt, kommt man zur Magie-Akademie. Aber die zeige ich dir ein andermal. Genug geredet. Nur herein in die gute Stube. Hallo, sieh mal, wen ich mitgebracht habe. Krille, willkommen zurück. Und Gratier ist ebenfalls wieder da. Schön, euch beide zu sehen. Und es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ich habe bereits viel von dir gehört. Ujika Tsunika? Du hast dich ja kein bisschen verändert, mein Freund. Dies ist Ujika, der Cousin von Ujika Tsunika, den du in Noreika bereits kennengelernt hast. Er arbeitet für die Gelehrten und verwaltet den Annex für unsere Organisation. Ich habe die Berichte aus Noreika erhalten. Es ist schon erstaunlich, was mit der Insel Wahl geschehen ist. Ich wünsche dir und meinem Cousin auf jeden Fall Glück bei euren Expeditionen auf Eureka. Bei denen uns Gelehrte unterhielten auf der Insel Wahl ihr Hauptquartier. Aber ich war schon immer auch öfters hier im Annex, wenn meine Studien mich nach Alt-Schalayan führten. Viele der Gelehrten kommen hier unter, wenn sie in Schalayans Nachforschung betreiben oder an Konferenzen teilnehmen. Aber auch wenn man auf einer Reise ins Ausland per Luft oder Linienschiff eine Zwischenstation braucht, ist es ein immer verfügbares Quartier äußerst praktisch. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr lesen. Für genau diese Fälle wurden diese Zweigstellen der Gelehrten errichtet. Der Annex. Unser Hauptquartier ist gemeinsam mit der Insel Wahl verschwunden. Dies ist die letzte Niederlassung der Gelehrten. Auch der Verbleib vieler unserer Mitglieder ist unbekannt. Die Gelehrten sind im Prinzip nur noch eingeschränkt handlungsfähig. Es ist bedauerlich, dass selbst das bescheidene Annex hier schon überdimensioniert für unsere kleine Organisation ist. Wir werden die Gelehrten wieder aufbauen. Irgendwann, das verspreche ich. Aber zuerst müssen wir den Plan der Telephoroi durchkreuzen. Dafür sind wir schließlich hier.
Hinter der großen Tür links befindet sich der Hauptsaal. Wir sollten uns beraten, wie wir jetzt vorgehen. Oh ja, das sollten wir. Ich brauche meine Hausschuhe. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir alle versammelt sind. Ruht euch doch so lange noch etwas aus. Okay. Seht diesmal aber nicht wieder Geister, oder? Wir haben euch hier im Annex für eure Zeit in Al-Shalayan Privaträume eingerichtet, die euch zur freien Verfügung stehen. Ah, die guten alten Ruheräume. Ah, sehr unbesorgt. Es sind sehr komfortable Zimmer, die jede Herberge um Längen schlagen. Früher gab es viele, die hier für kurze Zeit unterkamen, um sich von den Strapazen einer Expedition oder schwierigen Forschungsprojekten zu erholen. Man hat daher für einen gewissen Komfort gesorgt, aber es waren eben oft nur sehr kurze Aufenthalte, da sich der Begriff Ruheraum irgendwie etabliert. Ich garantiere dir aber einen erholsamen Aufenthalt. Sie sind weitaus mehr als notdürftige Schlafgelegenheiten. Wenn du dich in deinen Ruheraum zurückziehen möchtest, musst du es mir nur sagen. Ich warte derweil im Hauptsaal. Wenn du dich ein wenig ausgeruht hast, schau vorbei. Vielleicht sind bis dahin auch die anderen eingetroffen. Das Einzige, was ich nicht vermisst habe, war das viele Lesen. Das habe ich nicht vermisst. Was ist das wohl hier? Ups, damit Kiele sprechen. Ja, okay. Tachit. Ah, da bist du ja wieder. Du kommst zur rechten Zeit. Die anderen sollten jeden Augenblick eintreffen. Warte hier noch einen Moment. Ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Ist schon in Ordnung, Orianger. Also, damit wären wir vollzählig. Gut, kommen wir gleich zur Sache. Unser Ziel ist es, die Pläne der Teleforoi zu durchkreuzen. Dafür benötigen wir Informationen. Um diese zu erhalten, bieten sich uns zwei Ansätze. Erstens wäre da die Situation in Shalayan. Wie ihr alle bereits wisst, ist ihre Haltung in der Sache nicht schlüssig. Der Rat der Philosophen versucht etwas zu verbergen. Dabei sollte man sich der Hintergründe bewusst sein. Der Rat setzt sich aus 99 Mitgliedern zusammen, die von den Bürgern Shalayans ernannt werden. Selbstverständlich vertreten nicht alle die gleichen Ansichten. Die Bibliothekare beispielsweise sehen sich als Chronisten der Weltgeschichte und verfechten Shalayans Rolle als passive Beobachter. Soweit, so bekannt. Aber es gibt eben auch Ratsmitglieder, die den Austausch mit dem Ausland befürworten. In der Vergangenheit waren Louis-Soir Leveilleur und Galuf Baldesion zwei prominente Vertreter dieser Gruppierung. Allerdings wurde Eoseas Bitte um Beistand fraktionsübergreifend abgelehnt. Der Rat spricht mit einer Stimme. Dabei ist mir bei meinen Gesprächen etwas aufgefallen. Immer wieder hieß es ausweichend, man habe wichtigere Aufgaben. Etwas Ähnliches hat auch Fourchenot Leveilleur in Gridania gesagt. Es klingt, als sei man sich des Ernstes der Lage bewusst, habe sich aber für eine andere Herangehensweise entschieden. Merkwürdig, nicht wahr? Das ist das Rätsel, das wir gemeinsam lösen müssen. Unser erster Ansatz. Aber es gibt da noch eine zweite Spur. Ein Hilfegesuch an Baldesions Gelehrte, das mich erst vor wenigen Tagen erreichte. Die Aufgabe der Gelehrten ist es, Unbekanntes zu erforschen. Relikte, Ruinen, magische Phänomene. Da ist es nur selbstverständlich, dass wir im Vergleich zu anderen shalayanischen Gruppierungen besonders viele Verbindungen zur Außenwelt unterhalten.
Zu unseren Unterstützern und Partnern zählen gleichgesinnte Forscher in allen Ecken der Welt. Die erwähnte Anfrage kam aus Tavnea, von einer Alchemistin namens Nidana. Wie es scheint, ist auch dort einer dieser vermaledeiten Türme aufgetaucht und hat einen dunklen Primae hervorgebracht. Nidana berichtet, dass die Alchemisten von Razatan auf Geheiß des Magistrats fieberhaft nach einer Methode suchen, den Turm unschädlich zu machen. Die dortigen Alchemisten folgen schon seit Urzeiten ihren eigenen, traditionellen Methoden. Deshalb unterscheidet sich ihre Kunst von der in Uldar praktizierten Alchemie erheblich. Es ist nicht auszuschließen, dass sie über Erkenntnisse verfügen, die den Gelehrten aus Eorzea und dem fernen Osten verborgen geblieben sind. Tatsächlich haben sie sogar schon einen Plan erdacht. Um ihre Theorie zu überprüfen, brauchen sie jedoch jemanden, der über die Gnade des Lichts verfügt und das Schlachtfeld nicht scheut. Deshalb haben sie Baldesions Gelehrte kontaktiert, in der Hoffnung, dass wir jemanden empfehlen können. Das bedeutet, dass wir uns aufteilen und dich nach Tafnir entsenden müssten. Andererseits könnten wir deine Hilfe auch hier bei unseren Nachforschungen gut gebrauchen. Mhm. Keine leichte Entscheidung, ja. Ich glaube, es wäre tatsächlich am besten, wenn du bei beiden Missionen mitwirken könntest. Es ist viel verlangt, aber das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Und wir brauchen deine besonderen Talente jetzt mehr denn je. Welche Aufgabe du als erstes angehen möchtest, ist natürlich dir überlassen. Juhu! Ich wusste, dass wir uns auf dich verlassen können. Bleibt nur noch, uns für die jeweiligen Aufgaben aufzuteilen. Können nicht schwer werden. Ich für meinen Teil bleibe besser hier und führe fort, was ich begonnen habe. Dabei könnte ich die Hilfe des ein oder anderen Exegeten gut gebrauchen. Ich schätze, du möchtest deine Recherche ausweiten? Also gut, ich bin dabei. Wenn es um das Wälzen staubiger Folianten geht, könnt ihr immer auf mich zählen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir müssen wissen, was der Rat der Philosophen hinter den Kulissen macht. Nur so können wir verstehen, was unseren Vater antreibt. Aber natürlich, ihr seid in unserer Runde immer willkommen. Dann würde ich vorschlagen, dass der Rest nach Tavnea reist. Näher. Das ist dir doch recht, oder? Sicher. Ich kenne die Gegend ein wenig von meiner Durchreise nach Garlemald. Aber erwartet nicht, dass ich euren Stadtführer spiele. Nö, du doch nicht. Bitte nicht nur eine Stadtführung. Ganz unser reisender Ritter. Ausgezeichnet. Damit hätten wir Urianger, dich und mich für die Expedition nach Razatan. Mhm. Oh Gott. Leicht kickt die Müdigkeit. Schriftlich zusammengefasst und werde dir nachher alles nochmal erklären, Tancred. Wenn wir unsere Untersuchungen abgeschlossen haben, schlage ich vor, dass wir uns wieder hier treffen. Möge unsere Suche nach Wissen reiche Früchte tragen. Einmal abschließen. Ja, gut. Jetzt können wir uns entscheiden dann.
Ich heb das mal auf. Macht's nicht besser. Geisterweise. Echt? Ja, ne? Also irgendwie, das macht's irgendwie nur schlimmer. Aber wenn ich das wegmache, das ist scheiße. Das wird in meine Projektionspalette gepackt. Jo, okay, gut, wir packen da meine... Wir packen da eine Palette drüber. Nee, Palette, nicht das Ding. Ah! Ich muss gleich unbedingt... Oh Gott, okay, wir laufen erstmal nackt rum. Warum habe ich das angezogen? Wenn ich das jetzt mal drauf packe. Nur so lange, wie wir hier... Ja, danke. Ist jetzt was schlechter, aber ist mir gerade egal. Besser als nackt zu laufen. Ja, wir gehen ja am besten mal mit Dings. Ich mach Tankred zuerst. Ich mach jetzt erstes Tankred. Ich geh doch nicht mit Kriele. Ah, sehr gut. Vielleicht sieht man sich. Aber wahrscheinlich bist du sowieso schon viel weiter als ich. Wie ich dich kenne. Huch. Kriele hat mir einen kurzen Bericht überreicht und die Umstände genau erklärt. Wir können jederzeit nach Tavernier aufbrechen. Dezent. Aber genau wird's da hinkommen. Per Schiff dauert die Reise von hier aus eine halbe Ewigkeit. Warte mal. Muss einmal kurz. Kann ich den Monitor einmal irgendwie etwas höher und das etwas niedriger machen? Ja, geht. Dezent. Ich will gar nicht wissen, wie viel weiter du schon bist. Aber auch dafür hat Kriele eine Lösung. Das Institut für Teleportationsmagie hat offenbar eine Lösung für uns. Wir sollen uns in der Konfluenz melden. Ach du grüne Nonne. Das Institut für Teleportationsmagie. Ich verstehe, dass es dir nicht leicht fällt, gerade dort vorstellig zu werden. Ich bin wohl eine Erklärung schuldig. Du erinnerst dich vielleicht, um Eiser zu stellen, mussten wir einst einen defekten Iteriten reaktivieren, den unsere frostige Widersacherin zu ihrer Flucht genutzt hatte. Damals half uns Moonbreda, eine ausgewiesene Spezialistin in Sachen Teleportation. Das wissen wir doch. Nun, ihr Talent kam nicht von ungefähr. Ihre Eltern arbeiten noch immer als Forscher am Institut für Teleportationsmagie hier in Al-Shalayan. Sag bloß, du hast dich immer noch nicht bei ihnen blicken lassen, seit du hier angekommen bist. Da ist wohl jemand feige, hä? Als wir ankamen, wollte ich sie direkt aufsuchen, doch mich verließ auf halbem Weg der Mut. Seit Mumbridas Tod habe ich ihnen nicht mehr geschrieben. Oft wollte ich sie kontaktieren, doch zu meiner Schande habe ich meinen guten Vorsätzen nie Taten folgen lassen. Vielleicht, weil mir schlicht die passenden Worte fehlten, um auszudrücken, was in meinem Herzen vorgeht. Je mehr Zeit verging, desto schwerer fiel es mir. Ich weiß nicht, was zwischen dir und Moonbreda vorgefallen ist, aber du bist der Einzige, der entscheiden kann, ob du dich ihren Eltern stellst oder nicht. Falls du es nicht übers Herz bringst, finden wir bestimmt auch einen anderen Weg. Einen anderen Weg, genau. Danke dir für die Rücksichtnahme, Estinien, aber ich kann unsere Mission nicht für meine Wankelmütigkeit aufs Spiel setzen. Begeben wir uns zur Konfluenz. Dann los, wir müssen mit einer Forscherin namens Kyte sprechen. Sie arbeitet am Institut. Ja. Den Kriegler lasse ich dabei stehen, ne? Mich interessiert erstmal nur die Mission mit Tankred. Die hat ein schickes Outfit an.
Eieiei. Sehr viele Sternchen hier. Oh, so viele ernste Gesichter. Ist mir wieder ein kleines Missgeschick mit einem Ätheriten passiert? Tatsächlich hat uns Krilo von Badesions Gelehrten geschickt. Das heißt, du könntest uns nach Tavernier bringen. Ah, aber natürlich, die Freiwilligen. Ja, ich habe euch schon erwartet. Oh oh. Die Freiwilligen. Wie, hat Krilo euch nichts gesagt? Egal, es ist schnell erklärt. Bei der Kunst, die wir der einfach halber schlicht Teleportation nennen, geht es darum, sich von A nach B zu transportieren. Es ist bei der Art der Teleportationsmagie, die ich studiere, zwar nicht anders, aber die Methodik dahinter unterscheidet sich von den allgemeinen üblichen. Gewöhnlich bei der Teleportationsmagie der Körper kurzzeitig in Äther verwandelt, über Erd- und Windätherströme zum Tier transportiert, meist ein Ätherit. Am Anfang klingt das furchterregend, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, will man es gar nicht mehr missen. Diese Art der Teleportation hat allerdings einen Haken. Ein Problem, das niemand bislang lösen konnte. Wenn man sich teleportieren möchte, muss man sich zuvor mit dem Ätheriten am Ziot harmonisiert haben. Hier in der Confluence forschen wir schon viele Jahre an einem Weg, diesen Schritt zu umgehen. Unzählige brillante Geister haben sie schon ihr Herzblut in diese Forschung schließen lassen. Man stelle sich vor, man könne seinen Zielort frei wählen, ohne ihn jemals zuvor besucht zu haben. Aber nun ist die Lösung in greifbarer Nähe gerückt. Ein neuer Typ von Ätherit, der auch ohne Harmonisierung funktioniert. Das klingt unglaublich, es wäre eine Revolution. Ja, nicht wahr? Aber leider sind wir noch nicht ganz so weit. Wir haben nämlich bislang lediglich zwei dieser experimentellen Ätheriten entwickelt, die miteinander verknüpft sind. Der erste steht hier in Aichalayan am Ätheritenplatz. Der zweite wurde in... Was? Lieber Matt, oh Gott, eine Hafensiedlung in Tavernier errichtet. Ich kann diese Wörter bis jetzt nicht aussprechen. Alchemisten von Razatan waren maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Wir pflegen schon lange freundschaftliche Beziehungen zu ihnen. Ich verstehe, und wir sollten nun diesen experimentellen Ätheriten verwenden, um nach Tavernier zu gelangen? Aber wer garantiert, dass wir dort in einem Stück ankommen? Was, wenn wir auf ewig im Ätherstrom gefangen sind? Dann haben wir Pech gehabt. Dann ist das Spiel jetzt schon vorbei. Ah, keine Sorge. In den neuen Ätheriten sind Sicherheitsmechanismen integriert, die derlei Fehler unmöglich machen. Na, wenn du das sagst, schätze, wir brauchen dann nur noch eine Genehmigung, an diesem historischen Experiment teilzunehmen. Auch dafür ist gesorgt. Wir waren ohnehin schon auf der Suche nach freiwilligen Versuchsteilnehmern. Ja, klar. Aber das stellt sich in der Tat schwieriger heraus als gedacht. Ihr glaubt ja nicht, wie viele so wie ihr glauben, man könnte auf ewig im Äther verschwinden. Umso besser, dass Badesions Gelehrten so mutige Abenteurer in ihren Rängen haben. Entschuldige die Frage, aber sind eure Kollegen Wilfsun und Blövida heute auch zugegen? Ich fürchte, die beiden arbeiten nicht mehr im Institut. Ihr Wissen war hoch begehrt und sie wurden an ein anderes Forschungsprojekt berufen. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann handelt es sich sogar um ein Großprojekt, das direkt am Rat der Philosophen unterstellt ist. Genaues weiß ich aber nicht. Ich verstehe. Danke für die Auskunft. Gerne. Dann schreiten wir nun zur Tat, bevor ihr es euch noch anders überlegt. Tavernier wartet. Wenn ihr eure Abreisevorbereitung getroffen habt, kommt zum Ätheritenplatz. Ich erwarte euch dort. Ich weiß, dass ich, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, so einen Sabbel haben werde. Weil ich einfach nur am Vorlesen bin.